So, hallo Leute, willkommen zu Race of the Tomb Raider. Wir machen jetzt hier weiter, wir haben gerade in den Flammendulli der Abwemo. Ich sehe noch immer nicht richtig. Und dann kam die Sequenz mit den... Kann ich Ihnen etwas holen? Wer ist da? Bist du das? Nein, bin ich nicht. Ruh dich aus. Sie kommt bald. Sie kommen wieder. Sie belassen es nicht dabei. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Schlimmer kommt's immer, leider. Was? Was sagst du? Ich muss es abnehmen. Es tut mir leid. Nein! Nein, bitte! Nicht mein Bein abnehmen, das geht nicht! Das wird keine Hilfe, wenn ich nicht kämpfen kann! Dann wirst du sterben, verstehst du mich? Dein Bein wird verfaulen und dich umbringen. Willst du das? Vater, warum holt sein Assistent Kugel aus mir raus? MP-Komponenten. Kann eh nichts tun. Hallo. Es war offenbar falsch, ihm zu misstrauen. Es war eine Ehre, dass Sie mit uns gekämpft haben. Nehmen Sie die Munition, wenn Sie sie verfolgen. Verpassen Sie ihnen was. Hallo. Sie haben ja wieder Teufel gekämpft. Das war nicht Ihr erstes Mal. Nicht wirklich. Hier, Sie können mit diesen Magazinen mehr anfangen. Ist aber bei Sinn. Ich habe ein Auge auf Sie. Alles klar. Achte auf die Pupillen. Und jetzt kurz. Dass sie nicht einnicken, bevor ein Arzt da war. Klar. Oh, befohlen. Ach, zum Alarm sind sie ein Eingang in der Nähe. Ein Lagerfeuer. Ich wünschte, du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Die Landung nach Sprüngen und Stürzen ist immer leise und verursacht keine für Feinde hörbare Geräusche. Sehr nützlich, was ein, zwei Let's Plays davor gesehen haben. Da ist ein optionales Grab.
die Akropolis. In die Akropolis finden sie. Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Na dann, viel Erfolg. Hier ist alles zu. Ui, das war knapp. Was hätte ich da einen Abgang gemacht? Also da muss ich das richtig treffen, dann werde ich weggespielt. Jupp, da gibt es Kämpfe. Und Locken hört man auch. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Hier war nichts. Ich glaube, die Pumpkin würde ich jetzt brauchen. Oh Gott, nein. Unsere Vorfahren kamen auf der Flucht aus Byzanz hierher. Sie durchwanderten eine Wildnis, die sie fast umbrachte, aber sie überlebten und fanden dieses Tal. Und wie ehrten sie dieses Geschenk Gottes? Indem sie den Bergen Steine entrissen und ein neues Reich erbauten. Ein höhnisches Abbild dessen, was sie fast vernichtet hätte.
Aber wie beim Turmbau zu Babel hielt Gott es für angebracht, uns Demut zu lehren. Wir lernten, auf das Land zu hören und wurden Hüter statt Eroberer. Dafür zeigte das Land uns seine Geheimnisse. Ihr müsst... Hoppla! Ach, Schiete. So früh weggemacht. Der Ruf ist klar. Was sollen wir mit diesen Gefangenen machen? Erlacht sie! Nicht schießen! Ein Verfehl. Ab jetzt sei gründlicher. Gefallen. Profil verdient gefallen. So. Das geschieht euch recht. Ein Glück hat die Pappkarte. Anscheinend kann ich da nichts mehr holen. Oh, noch 5 Minuten. Netter Tinnitus. Hey, hey, langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam. Augen aufhalten.
So, das geschieht euch recht. Fackelt ab, ihr ekligen Wichser. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber... Die haben es nicht anders verdient. Okay, mein Freund, du bist dran. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Und wenn wir dich weiter prüfen, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Wenn dir schlecht wird, rede ich einfach zur Wand rum. Ich gebe zu, das liegt mir. Fragen halten nur unnötig auf. Schweine! Bind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Mir geht's gut. Ich komm klar. Wir müssen die anderen in Sicherheit bringen. Na, Pilze wandert. Es ist bald vorbei. Ja, tot für euch. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Ja, wer ist das? Der Feinde oder? Eine Art Waffenlager. Jau! Das sollte gehen. Sprengpfeile! Gib la... Oh, oh. Granatenpfeile. Eindeutig. Lager in einem Waffenlager kommt nicht gut. Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Mehr kann ich nicht tragen. Weg von der Tür! Na, das war's schon für den Let's Play anscheinend. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Granatpfeile Hersteller.
Bin voll. So. Jetzt mal wieder aufgedeckt. Dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal für dieses Let's Play wieder mal. Und wir würden sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Sollte euch etwas aufgefallen sein, schreibt es bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr meint, dass wir das einen Daumen verdienen, könnt ihr auch einen Daumen geben. Und um zu verfolgen, könnt ihr auch abonnieren. Dann sage ich in diesem Sinne, haut rein und noch einen schönen Tag. Ciao.